Moin Leute, Timex hier. Am Montag, 18 Uhr, startet bei Level Up eine 3 für 2 Aktion und drei Geschmäcker kommen wieder. Die sauren Geschmäcker, die ich letztes Mal auch sehr, sehr geil fand. Sour Shiny Dragon, Sour Blue Crush und Sour Galaxy. Gerade Galaxy da, sehr, sehr geil. Könnt ihr gerne abchecken. Code dafür ist Trimax 2 und die Aktion geht bis zum 31.04. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. 3, 2, 1, go. Moin Leute, Trimax hier. Wir sind heute zum allerersten Mal auf der Vasen. Frühlingsfest in Stuttgart. Spendi, Sascha, Nico, Amar, Tim, Marc Eggers, Carsten hinter der Kamera. Und vielleicht kommt noch mehr dazu. Ich habe das noch nie gemacht, war auch zum Beispiel noch nie auf dem Oktoberfest. Ich bin sehr gespannt, ich nehme euch mit. Ich habe ein cooles Outfit. Mein Bruder hat auch ein cooles Outfit, der sieht aus wie Peter Pan. Die finde ich richtig geil, die Wadenstrümpfe. Aber das ist, je kräftiger die Waden, desto betonter müssen sie auch sein. Die bei dir auch so warm. Ja, hier schwitzt darunter wie Scheiße. Wirklich. Aber es heißt auch Wadenwärmer. Wärmer, ja, aber meine Waden sind immer warm. Ja, auch lange Socken ist schon schwitzig. Sascha als Stuttgarter, aber ohne Verkleidung. Ja. Spendi auch? Ich hab Hemd an. Auf mich wurde gefilmt, ich hab einfach nur Ja gesagt. Ja, und ist gespeichert. Ich drücke jetzt auf Speichern. Nein, bitte nicht. Ich sitze neben Revi. Naja. Für die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben am 7.5. das letzte Spiel. Wir sind schon safe aufgestiegen, aber noch nicht safe Erster. Die Knastmannschaft kann uns noch überholen. Bei uns werden 8 Influencer spielen. Es spielt irgendwie Noah, Aditoro, Big Spin, Sascha, Marc Eggers, Stefan Gehrig, ich, mein Bruder, Chef Strobel. Also es wird übertrieben krachen. Und die Saison ging los mit Spendi im Tor. Und sie endet mit Spendi im Tor. Am 7.5. Müsst ihr vorbeikommen. Wir sitzen gleich da. Treffen mal 13 Uhr, es ist jetzt 5:30. Ja, Max, du, mach dir da keinen Stress. Wir sind 3,5 Stunden zu spät. Wir haben hier so eine Fleischplatte bekommen. Jetzt das erste Maß. Ich habe mir ein Mettbrötchen geschmiert. Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Caroline. Oh, oh, oh. Das ist unser Song vom Team, wenn wir gewinnen. Ey, wollt ihr mit in den Vlog? Yeah! Alter, Revi hat einen Freibier gewonnen. Sag mal. Digga. Okay, joink. Hallo! Alles, ey, alles Liebes! Deine MVP! Süßigkeiten! Ja! Süßigkeiten! Ist das gut? Nein! Oh, die sind super! Sauerpatch! Hä? Sauerpatch aus Amerika, die sind gut! Also eure beiden Wadenstrümpfe, diese Wadenwärmer, ne? Ja! Die sind so eng, weil ihr beide solche massigen Waden habt! Und das ist so heiß da drunter. Nein, das ist gut. Meine Waden sind so warm. Ohne Witz, das ist gut. Meine Waden schwitzen. Nein, aber das ist gut, dass die so leicht angefeuchtet sind, die Waden. So, Leute, ich habe hier mein Jäger-Shiribari. Und hier habe ich ein Geheimfass. Oh mein Gott, das Essen ist da, das Allerbeste. Ich habe nichts gegessen. Halbes Hähnchen. Super. Hier haben wir jemanden gefunden, der hat sich frisch was tätowieren lassen. Nein. Sauber. Willst du jemanden grüßen? Meinen allerbesten Homie Vincent und Luis. Okay. Die kann ich noch hören. Für Fortnite. Nein. Nicht. Okay. Aber gut. Ja, woher kannte er dich? Gar nicht kannte er mich. Er ist die Beste, aber da hat nicht dafür gefunden. Nein, der hat nicht dafür gefunden. Der wollte einfach nur wissen, warum Leute ein Foto mit mir machen wollen. Ticken? Du hast TikTok gesagt? Ja. Für uns beide ein Crepe. Nein, doch. Hey, hört mal auf so zu schubsen. Ich krieg es nicht hin. Die schaffen es nicht. Ich wollte alle Foto machen seit 30 Minuten und schaffen es nicht. Du bist mal kritisch. Mach ich mal ein Foto? Ey, wie findet ihr es gerade Trimax zu treffen? Ey, wie ist das gerade Trimax zu treffen? Mach mal ein Geräusch, wie doll du dich freust. Nutella-Crepe, willst du? Alle sind so suff hier. War das gerade Trimax? Ja. Echt? Bruder Randa, das ist deine Chance. Was meinst du mit das ist meine Chance? Den zu treffen, Digga, Bild zu machen. Du filmst doch alles mit. Darf das in Trimax Vlog mit rein? Nein. Hey, sag mal ja. Sag mal ja, komm. Komm, sag mal ja. Wär witzig. Ja, komm mal. Packen wir mit rein, ne? Ja, mach mal. Was wollt ihr noch Trimax sagen? Bist du der Bruder davon? Ich bin der Bruder davon.
Von diesem Ding bin ich das, Bruder. Von diesem Trimax. Ja. Ja. Ich glaube, der ist nicht ganz. Ein letzter Satz. Macher. Grüß meine Follower. Marc wird sich jetzt 10 Minuten vor Auftritt, hat er sich noch mal kurz zur Seite gesetzt, trinkt noch mal ein Wasser und versucht sich kurz mal zu konzentrieren. Er muss den Text noch mal durchgehen. So, Freunde, wir müssen jetzt auf die Bühne vor 5000 Menschen Party Palmen und Suff Suff von Marc Eggers performen. Mein Bruder übernimmt den Part von Stefan Gehrig. Der hat eine ganze Strophe, muss er übernehmen. Aber der hat früher auch ein Musical getanzt. Niki, bist du bereit? Kriegt mein Bruder das hin, den Part von Stefan Gehrig zu übernehmen? Ja. Wir gehen auf die Bühne zusammen mit AJ, Spendi, Amar ist dabei, Ron ist dabei, Nico macht mit, mein Bruder Marc Eggers. Alle schreien Zugabe. Was machen wir bei der... Was machen wir bei der... Was war das gerade? Wieso pfeifen die uns aus? Warum? Weil es so gut war. Was ist los? War extrem gut. Warum pfeifen die uns aus? Pfeifen, weil es so gut war. Wir fahren jetzt den Bumper. Hier fliegen immer Leute in die Mitte. Hier fällt man immer in die Mitte, wenn man sich nicht genug festhält. Hält dich fest. Bei dir. Hält dich fest. Ich hab mich. So, wir sind raus. Wir haben jetzt drin nicht gefilmt. Das war ein Albtraum. Es war schlimmer als Hamburg, es war schlimmer als Berlin. Also sie waren so unglaublich aufdringlich. Die haben einen getreten, die haben an einem gezogen. Die sind einen auf den Rücken gesprungen. Das war ganz, ganz schrecklich. Das war die beschissenste Experience, die ich jemals hatte, muss ich sagen. So, wir wechseln jetzt nochmal kurz den Club. Ist echt wichtig, Feedback mit einzufangen. Welches Feedback hast du bekommen? Das Feedback bekommen, ich sehe aus wie der deutsche Undertaker. Hey, ich will eine Sache kurz sagen. Aber Revi, stimmt das? Ich habe gerade ein bisschen aufgelegt, alle gehen aus dem Club raus. Was soll das? Revi hat gerade angefangen aufzulegen. Sehe ich echt aus wie ein deutscher Undertaker? Nein, du siehst aus, als hättest du irgendeinen Schaden. Er war 8 Stunden weg, aber da ist Sascha. Ich hab gedacht, komm doch vorbei. Sascha ist wieder da. Ich hab gestreamt, ich hab eine neue Grafikkarte noch eingebaut, jetzt bin ich hier. Geil.